Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu der Veranstaltung heute Abend hier auf dem Swiss Science Institut. Es ist mir eine Freude, Herrn Professor Ingo Pies und Herrn Dr. Thomas Braunschweig zu begrüßen. Herr Professor Ingo Pies ist seit 2002 Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsethik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er ist Mitglied im akademischen Netzwerk des Global Compact der Vereinten Nationen. Die Forschungsschwerpunkte sind Wirtschaftsethik und Unternehmensethik neben anderen und hat weit über 300 wissenschaftliche Aufsätze verfasst. Herr Pies versteht Wirtschaftsethik als eine allgemeine praktische Ethik mit ökonomischer Methode, das heißt als eine ökonomische Theorie der Moral. Die Wirtschaftsethik sucht nach institutionellen Reformen und moralischen Anliegen nicht durch eine Außerkraftsetzung, sondern gerade umgekehrt durch eine bessere Inkraftsetzung des Marktes zur Geltung zu bringen. Eine wichtige Publikation für unsere Zwecke waren die Aufsätze in den Medien zu den Agrarrohstoffen, insbesondere als Mitunterzeichnung des offenen Briefes an den deutschen Bundespräsidenten Gauck zum Thema die Spekulation Agrarrohstoffe betreffend. Herr Dr. Thomas Braunschweig ist promovierter Agrarökonom der ETH Zürich. Er hat mehrere Jahre in der internationalen Agrarforschung für und in Entwicklungsländern gearbeitet. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz betreute Dr. Braunschweig das Dossier Armutsbekämpfungsstrategien bei Allianz Süd, der Lobbyorganisation der privaten Entwicklungsorganisationen. Dr. Braunschweig arbeitet auch immer wieder als freiberuflicher Konsulent für nationale und internationale Organisationen. Er war während 10 Jahren als Dozent am Nachdiplomstudium für Entwicklungsländer, denke ich besser bekannt unter NADEL, der ETH tätig. Seit Herbst 2008 ist Herr Dr. Braunschweig verantwortlich für den Bereich Handelspolitik bei der entwicklungspolitischen Organisation Erklärung von Bern. Dr. Braunschweig ist auch Co-Autor des Buches Rohstoff, das gefährlichste Geschäft der Schweiz, einem Grundlagenwerk zum Rohstoffhandelsdrehscheibe Schweiz, für das er unter anderem das Kapitel zum Handel mit Agrarrohstoffen verfasst hat. Meine Damen und Herren, beim Thema Rohstoffe müssen wir uns ein bisschen einschränken in einer Stunde. Es ist sonst zu weit. Das heißt, bei den Produzenten beschränken wir uns auf Agrargüter. Bei den Intermediären interessiert das SFI vor allem natürlich die Finanzintermediäre, die Rolle der Finanzintermediäre. Und dort vor allem das Anlagengeschäft. Das Anlagengeschäft auch deshalb, weil dort die Emotionen liegen. Banken aussteigen aus diesem Geschäft, die Begründungen dort geliefert werden. Und noch als Letztes, es interessieren uns natürlich auch noch die Anleger, weniger die Kreditnehmer. Auf dem rechten Teil der Folie sehen Sie die Bedeutung des Agrarsektors für die Schweiz. Von den größten 20 Schweizer Firmen treten am häufigsten Rohstofffirmen auf. Ich denke, Glencore ist vielen bekannt, Vitol, Trafigura, sehr wahrscheinlich weniger. Man kann sich fragen, wieso das ein rohstoffarmes Land wie die Schweiz einen derart hohen, großen Rohstoffhandel hat. Nun, der Grund liegt in der langen Tradition dieses Sektors, was heute oft nicht verstanden wird oder nicht bekannt ist hierzulande und dem für die Unternehmen aller Sektoren des günstigen Umfeldes. Dieses günstige Umfeld hat mehrere Komponenten, politische, ökonomische, rechtliche. So viel zur Einleitung. Herr Dr. Braunschweig, was bestimmt die Rohstoffpreise? Ja, ich denke, da kommen wir gerade zum Kern der Debatte. Also ganz klar sind es die Fundamentals, Angebot, Nachfrage, auch die Lagerhaltung spielt eine große Rolle. Wir haben sowohl auf der Angebots- wie auf der Nachfrageseite oder hatten in den letzten Jahren natürlich ganz spezifische Faktoren, wie beispielsweise die Biospritproduktion, die Dürren, die wir hatten, oder die steigende Nachfrage auch von China und Indien. Neben diesen Fundamentals scheint es aber auch, je länger mehr wird das klar, auch andere Faktoren geben, die eben preisbeeinflussend sein können. Und eine davon ist die Finanzspekulation. Herr Pies,
Also ich stimme zu. Es gibt viele fundamentale Faktoren. Wir hatten in den Jahren 2008 und 2010 ja extreme Preissteigerungen. Und zu den fundamentalen Faktoren gehört auch, dass wir dramatische Politikfehler in dieser Zeit gemacht haben. Bitte denken Sie an die Exportverbote, die erlassen worden sind von bedeutenden Erzeugerländern. Und gleichzeitig dann verstärkte Importanstrengungen von Entwicklungsländern, die staatliche Lagerkäufe zusätzlich ausgelöst haben, gerade auf dem Höhepunkt der Krise. Das sind wichtige Faktoren, Sonderfaktoren, die mit erklären, warum das, was wir da empirisch beobachten können, wie eine Preisblase ausgesehen hat. Also jedenfalls explosive Preisbildungsprozesse. Und die Frage, ob Finanzspekulation daran beteiligt war, die wird kontrovers diskutiert. Es gibt eigentlich zwei Auffassungen. Die eine Auffassung sagt, ja, das, was auf den Terminmärkten passiert ist, das ist eigentlich nur das Überbringen einer schlechten Botschaft gewesen. Das ist die Auffassung, der ich mich anschließen würde. Und es gibt die Gegenauffassung, die sagt, nein, nein, ein großer Teil dieser preisexplosiven Prozesse ist ausgelöst worden, kausal ausgelöst worden, autonom ausgelöst worden durch Finanzspekulation mit Agrarrohstoffen. Und die Schuldigen, die das sich anrechnen lassen müssen, die sind auch ausgemacht worden. Das sind neue Akteure, die auf den Finanzmärkten aufgetreten sind, sogenannte Indexfonds mit einem ganz besonderen Geschäftsmodell, nämlich dem Geschäftsmodell Long Only zu investieren. Dazu haben wir dann genauer geforscht. Ja. Also wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, Ihnen, Herr Braunschweig, habe ich schon nach 3 Minuten ein Problem, oder? Ich will ja wissen, ist die Finanzspekulation wirklich ein Faktor für Rohstoffpreissteigerungen, auch Volatilitäten, sodass man sagen kann, man müsste dieses Geschäft verbieten? Und Sie sagen, eher nicht. Und jetzt geht es schon los. Wieso ist es so schwierig, in diesem Thema Fakten zu erzeugen, Fakten auf den Tisch zu legen, diese zu verstehen, zu diskutieren und irgendwann mal einen Schritt weiter zu kommen? Werden wir sehr wahrscheinlich in 10 Jahren hier sitzen, oder wie sehen Sie das, und uns streiten über die Fakten? Wieso ist das so schwierig? Also ich denke, da gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist sicher, dass die Agrarmärkte speziell komplex sind, beziehungsweise die Einflussfaktoren auf die Preisbildung in den Agrarmärkten ist relativ komplex. Entschuldigung, das ist sicher einer der Gründe, dass das so umstritten ist. Das andere ist natürlich auch die grundsätzliche Frage, ob wir da mit den richtigen methodischen Instrumenten dahinter gehen, beziehungsweise ob es diese methodischen Instrumente überhaupt gibt, um da eindeutige Aussagen zu machen. Vieles deutet darauf hin, dass das nicht der Fall ist. Also von dem her sind diese Unklarheiten eigentlich ganz klar zu begründen. Denken Sie mal an den Klimawandel. Wie lange ging das, bis da einigermaßen ein Konsens bestand? Und heute ist das ja einfach ein Konsens, aber noch nicht der letztendlich wissenschaftliche Beweis, weil der wahrscheinlich gar nicht gebracht werden kann. Ganz ähnlich verhält es sich doch auch auf den Agrarmärkten. Das ist ja fast ein Vorwurf an Sie. Sie hätten nicht die richtigen Instrumente als Wissenschaftler. Also das ist richtig. Zunächst mal haben wir es mit einem sehr komplexen Problem zu tun. Da gibt es einen Preis und mindestens 25 verschiedene Faktoren, die sich 2008, 2010, da hatten wir Weltfinanzkrise, verbunden mit makroökonomischen Schocks immensen Ausmaßes. Alles passiert gleichzeitig, alles verändert sich gleichzeitig. Und dann geben Sie mir als Wissenschaftler den Job, ich soll genau herausfinden, welcher von den 25 Faktoren welchen Einfluss gehabt hat. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Gleichwohl, die Wissenschaftler haben sich diese Aufgabe gestellt. Und das Problem ist dann ein bisschen, dass wir eine Asymmetrie haben. Stellen Sie sich vor, es geht darum, empirisch herauszufinden, ob es schwarze Schwäne gibt. Da können Sie jetzt empirisch eine Feldstudie machen und dann gibt es viele Leute, die suchen kräftig, die finden aber nur weiße Schwäne. Und da können Sie ganz viele Studien machen, die das bestätigen, aber Sie können mit solchen Studien nie beweisen, dass es nicht doch schwarze Schwäne gibt. Und dann gibt es einige Leute, die finden jetzt in der Tat schwarze Schwäne. Behaupten sie zumindest. So, und dann geht die Diskussion los. Ist das, was da gefunden wird, ist das wirklich schwarz? Und ist es, wenn es schwarz war, wirklich ein Schwan? Ja? Also, Sie verstehen, das ist differenziert zu sehen. Und genauso ist das hier mit diesen empirischen Studien. Wir haben einige Studien, die sagen, wir finden, dass Indexfonds einen Einfluss auf die Preisentwicklung gehabt haben. Sie finden ganz viele Studien, die sagen, diesen Einfluss finden wir nicht.
Und wir haben uns jetzt diese Studien genau angeschaut, haben eine Literaturauswertung gemacht und die Mehrheit der Studien sagt, sie finden keinen Effekt. Und bei den wenigen Studien, die einen Effekt finden, kann man sehr viele Fragezeichen machen. Ja, Sie wissen natürlich, es gibt schwarze Schwäne, man hat die mittlerweile in Australien ja gefunden. Aber hier gibt es Leute, die behaupten, das sind schwarze Schwäne, und da haben wir große Fragezeichen, ob das, was die gefunden haben, wirklich schwarz ist und ob das wirklich ein Schwan ist. Da sind Fragezeichen, da sind offene Forschungsfragen auch noch. Und insofern sind wir aufgrund dieses Literaturüberblicks ziemlich sicher, dass wir sagen können, Entwarnung, da war die Indexfonds, sind nicht die Schuldigen, die sind hier zu Unrecht an den Pranger gestellt worden. Der Alarm, der gegeben worden ist, war ein Fehlalarm. Sehen Sie es auch so? Nein, das sehe ich natürlich ganz anders. Darum sitzen wir, oder sitzen genau wir zwei wahrscheinlich hier, und ich wäre nicht der einzige Repräsentant oder Repräsentantin, die da ziemlich fundamentale Kritik auch an diesem Diskussionspapier von Herrn Pies anbringen könnte. Also was ich aber noch vorausschicken möchte, was ich nicht gesagt habe vorhin, ein ganz wesentlicher Faktor für diese Schwierigkeiten, die wir beobachten, eben das eindeutig nachzuweisen, ist natürlich die fehlende Transparenz. Und da denke ich, sind wir uns auch einig, dass da einiges getan werden muss. Da fehlt einfach die Transparenz und entsprechend auch verlässliche Datensätze. Auch diejenigen, die eben jetzt weitgehend verwendet werden, stehen unter Kritik. Und das gilt natürlich noch viel mehr für diese Studie von Herrn Pies, die eben neben methodischen Mängeln auch sonst ziemlich, sag's mal, diplomatisch unausgewogen daherkommt. Und ich kann das auch noch im Detail erläutern, wenn das gefragt ist. Ich glaube, vor 3 Wochen hat der alte Chairman der Commodity Futures Commission hier in Zürich gesprochen und hat genau die 2008-Preise angeschaut. Und das war keine Studie, die Herr Pies angeschaut hat. Und hat einfach die Daten, weil er hat gesagt, 2008, oder? Haben Sie auch nicht gewusst, was die Treiber sind, weil das Problem ist ja komplex, die sitzen da in dieser Kommission. Und es war dort glasklar aus seinen Daten, dass die Positionen, die Positionierungen der Händler nichts zu tun hatten mit dem Preisentwicklung, die haben sich nicht verändert. Deshalb die Frage an Sie, was müsste man machen, sagen wir von der statistischen, sachlichen Seite, damit Sie sagen, jetzt ist gut. Ich glaube, es gibt wirklich keine schwarzen Schwäne. Mich interessiert das nicht, ob das schwarze Schwäne gibt oder ob das schmutzige weiße Schwäne sind. Das, finde ich, ist ein Detail. Ich will diesen Unschärfebereich ausleuchten, und da muss ich nicht eine Punktlandung hinlegen. Und das ist genau mein Punkt, den ich auch immer wieder machen werde, weil diese Darstellung von Herrn Pies ist doch relativ einseitig. Die einen, die sagen, es gibt überhaupt nichts, und die anderen sagen, das einzige oder einer der Haupttreiber war die Finanzspekulation. So ist es natürlich nicht. Da gibt es einen ganz großen Graubereich dazwischen, wo eben auch sehr qualifizierte Einschätzungen vorliegen, und niemand behauptet, ich habe das jedenfalls noch nicht gehört oder gelesen, niemand behauptet, dass die Finanzspekulation ursächlich der Grund für diese Preisausschläge oder die Volatilität der Preise in diesen Jahren war. Es ist, und das habe ich ja eingangs auch gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass das ein Faktor ist, der dazu beigetragen hat. Wie wichtig das der ist, das ist noch sehr schwierig zu messen oder noch schwieriger überhaupt, als den Nachweis zu erbringen. Ich meine, quantitativ, wie groß dieser Einfluss war. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, das, finde ich, ist nicht die relevante Frage. Für mich gibt es genug qualifizierte Hinweise darauf, dass es offenbar so ist oder sein könnte, dass, ich denke, die Politik müsste reagieren. Auf dieser Basis des heutigen Kenntnisstands wäre für mich eine Reaktion gerechtfertigt. Weil man kann nicht abstreiten, dass, also es gibt ja auch den Gegenbeweis nicht. Und ich denke, heute sind eben diese qualifizierten Hinweise so klar, dass sich die Beweislast umkehrt, und die Finanzspekulanten, die müssen mir beweisen, dass sie nicht an diesem Preis, an dieser Preisvolatilität beteiligt waren. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag, dass die Beweislast umgekehrt werden muss? Wenn ich darf, möchte ich erst noch ein bisschen was zu dem Hintergrund unserer Studie sagen. In Deutschland ist die Diskussionslage vielleicht ein bisschen anders gewesen als in der Schweiz.
Wir haben seit 2011 eine Reihe von namhaften Organisationen der Zivilgesellschaft, also zum Beispiel Oxfam Deutschland, Welthungerhilfe, Miserior, große namhafte Organisationen. Die machen eine Gemeinschaftskampagne und stellen diese Indexfonds und die Anbieter von Indexfonds an den Pranger. Die werden als Hungermacher bezeichnet, als Spekulanten des Todes. Und es wird gefordert, dass man per Regulierung dieses Geschäftsmodell verbieten soll. Und dann wurden dicke Papiere geschrieben, bis zu 100 Seiten dicke Stellungnahmen. Und in diesen Stellungnahmen schreibt Oxfam oder die Welthungerhilfe oder eben Miserior, dass die Wissenschaft eindeutig überwältigende Evidenz zusammengetragen hat, dass diese Indexfonds, diese Vorwürfe, die ihnen gemacht werden, auch sich wirklich haben zu Schulden kommen lassen. Und das war der Hintergrund, warum wir erstmal hingegangen sind und haben gesagt, okay, wenn das die Aussage ist, es gibt eine überwältigende Evidenz in wissenschaftlichen Studien, dann suchen wir uns die jetzt mal und wir haben sie nicht gefunden. Wir haben das Gegenteil gefunden. Die meisten wissenschaftlichen Studien sind also sehr zurückhaltend, was solche Befunde anbelangt, dass da schwarze Schwäne unterwegs gewesen sind. Richtig ist, dass unsere Studie dann kritisiert worden ist. Wir sind für vieles kritisiert worden. Also wir seien gekaufte Wissenschaftler und wir hätten eine manipulative Studie gemacht und wir hätten wichtige Papiere nicht berücksichtigt und so weiter. Dazu kann ich sagen, wir haben alle Papiere berücksichtigt, die uns zum Zeitpunkt, als wir die Studie gemacht haben, letzter Herbst des letzten Jahres, die uns da bekannt waren. Wir haben also überhaupt gar keine Studie nicht berücksichtigt, die uns bekannt war. Mittlerweile ist uns eine Liste zugegangen von diesen zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Artikeln, die zusätzlich zu berücksichtigen sind. Das sind zum Teil Artikel aus der grauen Literatur, die nachträglich erschienen sind, zum Teil welche, die vorher erschienen sind, die wir aber nicht gekannt haben. Und wir sind jetzt gerade dabei, ein Update unseres Literaturüberblicks zu machen, das noch nicht veröffentlicht, aber ich kann Ihnen schon sagen, das Ergebnis wird auf eindrucksvolle Weise bestätigt. Wir haben also nicht jetzt 35 Studien, wie in unserer ersten Studie, sondern wir erhöhen das Sample auf 53 wissenschaftliche Artikel und das Ergebnis bleibt glasklar das gleiche. Entwarnung. Was löst das bei Ihnen aus? Außer sehr wahrscheinlich neugierig, die Studie dann zu sehen. Selbstverständlich, und ich hoffe, es ist besser als die erste, weil die erste ist wirklich defizitär. Also vielleicht einfach ein Beispiel, da finden Sie vier Studien, die sprechen für einen Einfluss und 9 Studien, die sprechen dagegen. Und dann heißt es eine überwiegende Mehrheit. Und das steigert sich dann im Verlauf vom Papier, bis es am Schluss im Fazit dann heißt, hat keinen Einfluss. Ich meine, das ist die Art, also das eine sind die Resultate, die natürlich auf einer sehr, sehr dünnen Stichprobe beruhen. 6 der 8 relevanten peer-reviewed Artikel, die sie analysieren, sind vom selben Autorenteam, Erwin Sanders. Also das ist für mich nicht die Art Forschung, wie ich sie gewohnt bin, selber betrieben habe. Das überzeugt mich nicht, schlicht und einfach, das überzeugt mich nicht. Dasselbe gilt für Volatilität und Preiserhöhungen. Also Sie haben ja das separat evaluiert. Und bei beiden, also bei der grauen Literatur, bei der Behauptung, dass es keinen Einfluss auf die Preishöhe hat, sprechen neun Studien dagegen, 10 dafür. Ist das die überwiegende Mehrheit? Ist für Sie die Wissenschaft überhaupt vertrauenswürdig? Ja, selbstverständlich. Ich war selber lange genug. Ich habe es mal gefragt, weil ich bin nicht mehr sicher. Dann waren Sie, aber das werfe ich Ihnen natürlich nicht vor, nicht auf unserer Webseite von der Erklärung von Bern, evb.ch, da steht, dass wir unsere Positionen auf Fakten basieren und nicht auf Ideologien. Also wir schauen sehr genau hin. Ich glaube, wenn es da noch einen Beweis bräuchte, dann kann man sich unser Rohstoffbuch zur Hand nehmen. Also von dem her, ich kann nicht für alle, also die NGOs, die Herr Pies genannt hat,
die kann ich, für die spreche ich nicht, für die stehe ich auch nicht hier oder sitze ich nicht hier, sondern ich vertrete unsere eigene Organisation und hier arbeiten wir sehr rigoros, würde ich jetzt mal behaupten. Wobei dann schon die nächste Frage kommt, was verstehen wir unter Wissenschaft? Ich meine, was heißt dann Wissenschaft? Und das ist für mich ganz wichtig zu sagen, dass die Wissenschaft für mich nicht nur aus der Akademie besteht, nicht nur aus dem universitären Betrieb, sondern dass es durchaus Wissenschaft gibt, und zwar sehr hochqualitative Wissenschaft, die eben in anderen, unter anderem in privaten, also in Forschungsinstitutionen von privaten Unternehmen gemacht wird, aber auch in öffentlichen Unternehmen, in öffentlichen Institutionen, unter anderem eben auch in NGOs. Also von dem her ist dieser Wissenschaftsbegriff, muss dann auch noch genau definiert werden, was meinen wir damit, und das sind für mich eben genau nicht nur diese ökonometrischen Studien, die hier zitiert werden. Müssen Sie mich direkt noch etwas dazu sagen? Wir haben einen Literaturüberblick gemacht, der nicht einfach nur abzählt. Wir sind ja nicht Erbsenzähler, sondern wir haben uns die Studien angeschaut. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für eine Studie, die ein sehr renommierter Mann gemacht hat, der sich schon sehr früh, 2009, öffentlich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt hat mit der Aussage, dass die Indexfonds Todesfälle verursachen, weil durch die Spekulation Preisblasen verstärkt werden. Der macht eine ökonometrische Studie, macht er in mehreren Anläufen. Im ersten Anlauf findet er gar nichts. Dann bringt er für das Jahr 2008 eine Dummy-Variable in seine Schätzung und findet einen dramatischen, signifikanten Effekt für diese Dummy-Variable. Ich darf Sie daran erinnern, muss ich eigentlich ja nicht, ne? 2008 hatten wir eine Weltfinanzkrise, da ist eine Menge passiert. So, und jetzt ist es doch ganz klar, dass ein mega makroökonomischer Schock, dass der einen Effekt hat. Und das war es auch schon. Und jetzt kommt die Interpretation aus diesem Papier, da wird gesagt, ja, dass die makroökonomischen Schocks eine solche Wirkung auf Agrarpreise haben können, das hat ja wohl was mit der Finanzialisierung der Agrarmärkte zu tun. Und daran sind die Indexfonds besonders schuld und deswegen muss man sie verbieten. Und dazu kann ich nur sagen, als Wissenschaftler, das ist eine kühne Aneinanderreihung von Gliedern, die sich aber nicht wirklich zu einer überzeugenden Gedankenkette fügen. Und solche Studien haben wir dokumentiert und da sagen wir, das ist eine von diesen neun, die einen signifikanten Effekt gefunden zu haben behauptet, da machen wir ein Fragezeichen dahinter. Und das können wir gar nicht akzeptieren. Jedenfalls muss da viel weiter geforscht werden. Lassen Sie mich noch etwas sagen. Wir können als Wissenschaftler gar nicht die Aussage treffen, Herr Braunschweig, das haben wir auch in der Studie nicht gemacht, dass es keine schwarzen Schwäne gibt. Das ist logisch gar nicht möglich. Ja? Wir können nur sagen, die Mehrheit der Studien hat diesen schwarzen Schwan nicht gefunden und diejenigen, die behauptet haben, sie hätten einen gefunden, die haben Schwierigkeiten in der Beweisführung und die haben wir im Papier offen kritisiert. Und wir können das für 35 Studien machen, wir machen das jetzt demnächst für 53 Studien. Es bleibt dabei. Das hat aber auch damit zu tun, dass die wissenschaftliche, ja, wie soll man sagen, die Differenzierungsgenauigkeit der Methoden, die da empirisch angewendet worden sind, dass die noch zu wünschen übrig lässt. Das hat auch mit der Qualität der Daten zu tun. Deswegen sind wir in Halle einen anderen Weg gegangen. Das bin ich alleine als Lehrstuhl für Wirtschaftsethik, sondern wir haben ein Leibniz-Forschungsinstitut für Agrarökonomik. Und mit den Leuten machen wir gemeinsame Forschungsprojekte zu diesem Thema und wir sind einen anderen Weg gegangen. Wir haben uns mal angeschaut, was ist eigentlich ein Indexfonds und was macht er? Was ist dessen Geschäftsstrategie? Und dabei kommt heraus, dass ein Long-Only-Indexfonds eigentlich, obwohl das in der Öffentlichkeit anders dargestellt wird, gar nicht im eigentlichen Sinne als Spekulant einzusortieren ist. Was macht denn üblicherweise ein Spekulant? Ein Spekulant glaubt, dass er besser informiert ist als der Markt und er macht eigentlich Arbitrage in der Zeit. Er versucht, Erwartungsdifferenzen zu nutzen. Ein Indexfonds macht das gar nicht. Ein Indexfonds investiert nach einem im Vorhinein bekannten Schema und insofern ist das keine Spekulation. Wir wissen auch, wie so ein Indexfonds funktioniert. Der funktioniert ja dadurch, dass konstante Gewichte für verschiedene Positionen im Vorhinein festgelegt werden. Die werden kommuniziert. Die werden also dauerhaft
durch Rebalancierung des Portfolios auch immer wieder eingehalten. Und dieser Rebalancierungseffekt, der hat ein interessantes Muster. Der führt nämlich dazu, dass die im Portfolio gehaltenen Titel, die teurer geworden sind, verkauft werden und die billiger gewordenen Titel zugekauft werden, damit die ursprünglichen Gewichte der einzelnen Rohstoffe konstant gehalten werden. Und da erzähle ich Ihnen jetzt vielleicht ja gar nichts Neues. Das ist eine Mean Reverting Strategy. Und wie man daraus schließen soll, dass diese Indexfonds für explosive Preisentwicklungen verantwortlich sind, das hat mir bisher noch kein Ökonom, kein Finanzfachmann erklären können. Ja, das nehme ich gerne als Steilvorlage. Also das Erste, ich finde das sehr bemerkenswert natürlich, dass Sie da wirklich auch in die methodischen Aspekte rein sind in Ihrer Studie. Das einzige Problem, was ich damit habe, Sie haben die Studien, die ein spekulationskritisches Resultat erhalten haben, haben Sie methodisch analysiert, kritisiert, auseinandergenommen und entsprechend, wie Sie gesagt haben, Sie haben nicht Erbsen gezählt, sondern Sie haben die qualitativ bewertet. Entsprechend, und das können Sie ja nicht auf diese Aussage der überwiegenden Mehrheit kommen, haben Sie diese verworfen Großteil oder mindestens anders gewichtet, wie bleibt schleierhaft. Und die anderen Studien, die eben keinen Zusammenhang finden, und ich nehme an, das freut vielleicht viele von Ihnen, die wurden nicht kritisch analysiert und entsprechend schnitten die eben auch gut ab und lässt diese schlussendliche Aussage zu. Nun kommen wir zu den Indexfonds. Das ist ja genau der Punkt und da sind wir uns einig, das sind nicht spekulative oder Spekulationsvehikel, sondern das sind Kapitalanlagen. Wer sind denn für Sie die Spekulanten? Eben, also man muss jetzt differenzieren. Ich spreche jetzt von den Indexfonds und wir haben gesagt, das sind, wenn die auch im allgemeinen Umgang als Spekulanten bezeichnet werden, das ist dann eine Frage, wie man die Spekulation definiert, aber grundsätzlich sind das... Ist das korrekt? Oder ist es einfach ein schlechter Umgang mit einem Wort? Also wenn man natürlich Spekulation bezeichnet als ein Wetten auf künftige Preise, dann ist das in dem Sinn, im weiteren Sinn natürlich auch Spekulation, weil das machen sie ja genau. Sie hoffen, dass die Preise über die Zeit steigen. Also, aber es sind nicht, ich sage mal, die Spekulanten im traditionellen Sinn oder wie sie eben in der im öffentlichen Diskurs oft genannt werden. Aber was ich jetzt zu diesen Kapitalanlagen sagen will, ist, die haben ein so riesiges Ausmaß ausgenommen. Also wir haben rund 400 heute, oder das waren 2011 Zahlen, 450 Milliarden Dollar, die in diese Rohstoffmärkte hineingeflossen oder heute hineinfließen drin sind. Davon sind rund 200 Milliarden Dollar aus diesen Indexfonds. Und diese Indexfonds, weil es eben Kapitalanlagen sind, interessiert die weniger die Fundamentals der Agrarmärkte, sondern die alternativen Anlagemöglichkeiten. Also ist das eigentlich ohne komplexe ökonometrische Modelle doch relativ offensichtlich, dass da auch Einflussfaktoren in diese Agrarmärkte bzw. die Investitionen in diese Agrarmärkte hineinfließen und damit eben quasi marktfremde Faktoren, die zu Ausschlägen in beide Richtungen grundsätzlich führen können. Oder wird das bestritten? Also ich habe Sie so verstanden, dass zwar logischerweise die Einflüsse da sind, dass Sie aber wegen dieser speziellen Konstruktion bei Preisanstiegen preishemmend und preisreduzierend wirken. Also ich würde sagen, ein Indexfonds ist kein Spekulant, sondern er ist ein Versicherungsanbieter. Und wenn mehr Versicherungsanbieter auf den Markt kommen, dann passiert etwas mit dem Preis. Die Versicherungsprämie sinkt. Und das ist etwas, was eigentlich erwünscht ist. Für die landwirtschaftlichen Produzenten jedenfalls ist das eine gute Sache. Natürlich ist es denkmöglich, dass ein sprunghafter Anstieg des Engagements von Indexfonds, dass der diesen autonomen Preiseffekt haben könnte. Das ist denkmöglich. Aber damit so etwas wirklich passiert ist, wie das behauptet worden ist für die Jahre 2008 und 2010, müsste die Argumentation ungefähr so aussehen. Also es gibt eine autonome Preisexplosion auf dem Terminmarkt ohne fundamentale Begründung und die schwappt über auf den Kassamarkt. Und das sorgt dann für Lebensmittelpreissteigerungen, die in Entwicklungsländern Menschen in existenzielle Schwierigkeiten bringt. So ist die Argumentation der zivilgesellschaftlichen Organisation. Ich sage nochmal, das ist im Prinzip denkmöglich, aber
kann überhaupt nur dann stattfinden, wenn der einzelne Agrarproduzent in Sichtweite dieser steigenden Terminmarktpreise sagt, okay, ich verkaufe meine Mengen nicht heute, sondern ich verkaufe meine Mengen zukünftig zu dem höheren Preis. Der einzige Weg, wie man eine Gegenwartsmenge in eine Zukunftsmenge transformieren kann, ist durch Lagerhaltung. Und wir haben die empirischen Belege, dass die Lagerhaltung nicht hoch war, sondern niedrig war, auf historischen Niedrigstständen. Und deswegen ist das ein wichtiger empirischer Beleg, nicht der einzige, auch kein definitiver Beweis, aber ein wichtiges Indiz dafür, dass diese Gedankenkette, die uns da präsentiert wird, nicht stimmen kann. Dass die also in sich nicht überzeugen kann. Und deswegen würde ich sagen, halte ich an der Aussage fest, dass wir gut beraten sind, wenn wir auf die Welternährungslage schauen, dass wir die steigende Nachfrage, von der Herr Braunschweig gesprochen hat, die ja auf die nächsten Jahrzehnte in absehbarer Weise weiter steigen wird, dass wir mit steigendem Angebot zu reagieren haben. Und funktionierende Terminmärkte sind dafür ein ganz wichtiges Vehikel. Deswegen ist das Herumschrauben an Terminmärkten mit Verboten für bestimmte Akteure ein ganz gefährliches Unterfangen. Und viele Agrarökonomen haben diesen offenen Brief an unseren Bundespräsidenten in Deutschland mit unterschrieben. Nicht, weil sie haben diesen Brief mit unterschrieben, weil sie besorgt darüber sind, dass wir auf dem Weg, eine bessere Welternährungssituation herbeizuführen, kontraproduktive Maßnahmen vielleicht machen, wenn wir an den Terminmärkten Fehlregulierung machen. Also jetzt ist, glaube ich, Zeit, dass ich mal etwas klarstelle, weil Herr Pies spricht immer von den NGOs, die da irgendetwas behaupten. Ich habe mir die Mühe genommen, da mal etwas genauer hinzuschauen. Finde da renommierte Institutionen, die einen Einfluss nicht abstreiten. Das beginnt bei UNCTAD, der Weltbank, IFPRI, International Food Policy Research Institute. Das ist wahrscheinlich der globale Think Tank für Nahrungsmittel und Agrarmärkte. FAO, IFAD, WFP, alle diese haben Studien publiziert, wo sie eben diese Einflüsse mindestens nicht ausschließen können. Ihren 40 Wissenschaftlern, Herr Pies, stehen 450 Ökonomen gegenüber, die auch einen offenen Brief geschrieben haben. Das wissen Sie an die G20-Staaten, dazu mal 2011 für den Gipfel, wo sie eben auf diese exzessive Spekulation hingewiesen haben und die G20-Regierungschefs aufgefordert haben, da Maßnahmen zu ergreifen. Aber, nein, jetzt bin ich noch nicht fertig, jetzt finde ich also mindestens mal merkwürdig, und das möchte ich jetzt Ihnen doch noch schnell da auch vielleicht sogar zitieren. Es gibt eben diese kritischen Sichten, nicht nur also von NGOs schon gar nicht, sondern eben auch von relevanten internationalen Thinktanks und Organisationen, aber daneben gibt es eben auch noch die Banken selber, genau die angegriffenen Banken in Deutschland. Das ist sowohl die Deutsche Bank wie die Allianz. Foodwatch hat hier 6 Studien ausgegraben von diesen beiden Institutionen. Einige Zitate daraus. Wie erörtert, werden Preiserhöhungen durch Angebots- und Nachfragerelevante Faktoren angetrieben. In einigen Fällen wurde die Preisentwicklung durch die Spekulation aber womöglich zusätzlich verstärkt. Das ist jetzt die Deutsche Bank, Research Studies oder Research Papers oder wie die heißen. Zweites Zitat, dies bringt natürlich die Möglichkeit mit sich, dass bestimmte Positionen allein aufgrund ihrer Größe das normale Funktionieren des Marktes beeinträchtigen können. Solche Spekulationen können für Landwirte und Verbraucher gravierende Folgen haben und sind im Prinzip nicht akzeptabel. Das schreibt nicht irgendeine verdächtige NGO, sondern das schreibt die Deutsche Bank. Vielleicht noch ein letztes Zitat, diesmal von Allianz Research, die zweite, die eben da in der Kritik steht. Bedenkt man jedoch den massenhaften Zustrom von Fonds und nicht traditionellen Teilnehmern auf die Rohstoffmärkte, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Spekulation übermäßige Preisentwicklung zumindest fördert, und zwar in beide Richtungen.
Ich möchte mich einfach verwahren, auch wenn ich hier nicht die NGO-Gemeinschaft als Ganzes vertrete, aber dass das immer so einseitig dargestellt werden, wie wenn da irgendeinige links unterwanderte komische Vereine sich irgendetwas aus den Fingern saugen, um eine Riesenkampagne zu fahren. Gut. Also ich meine, dass Sie natürlich, und das gestehe ich Ihnen zu, das machen wir übrigens auch als EVB, dass Sie diese Messages zuspitzen, dass Sie für eine Kampagne, und jeder und jede, die einmal eine Kampagne gefahren hat, weiß, wie notwendig oder wie unausweichlich das ist, müssen diese Aussagen zugespitzt werden und dann aber... Ich denke, das verstehen wir alle, dass das nicht als bare Münze genommen wird. Das sind natürlich eher quasi wichtige Elemente, um erfolgreich eine Kampagne zu fahren. Herr Braunschweig, da ist Ihnen gerade etwas passiert. Sie haben sich gerade ein Eigentor geschossen. Und zwar haben Sie von der Website von Foodwatch zitiert. Und das hätte ich ja auch gemacht, bevor ich meine Erfahrungen mit Foodwatch in dieser Kampagne gemacht habe. Foodwatch zitiert hier und skandalisiert mit Hilfe des Spiegel in Deutschland, dass diese Aussagen, die Sie gerade zitiert haben, Aussagen der Deutschen Bank und der Allianz sind. Und das ist natürlich Quatsch. Wenn Sie sich die Papiere genau anschauen, hat die Allianz und die Deutsche Bank etwas sehr Ordentliches gemacht. Sie haben auch ihre Kritiker zu Wort kommen lassen in den Papieren und machen dann ihre eigene Einschätzung. Und das, was Sie gerade vorgelesen haben, waren drei Zitate, die wörtliche Zitate in den Forschungspapieren sind, für die Gegenseite. Und Foodwatch macht jetzt nur den Trick, nimmt die Zitate aus diesen Forschungspapieren und sagt, das ist die Einschätzung der Deutschen Bank unter der Allianz. Und das würde ich sagen, das mache ich jetzt Ihnen nicht zum Vorwurf. Ich würde ja auch erstmal glauben, dass das steht, was man da im Spiegel und auf der Foodwatch-Internetseite lesen kann. Aber das ist meine Erfahrung. Hier wird diese Kampagne wird nicht ordentlich gemacht. Die wird auf handwerklichen Fehlern basierend. Werden ganz dramatische Aussagen in die Welt gesetzt. Da wird mit Hungermacher, Spekulanten des Todes, das ist rhetorisch also am oberen Ende der Skala, was man machen kann. Und die handwerkliche Sauberkeit in der Analyse korrespondiert nicht mit der Radikalität der moral verwerfenden Aussagen. Was mir die Diskussion jetzt zeigt, ist diese Wissenschaftlichkeit, ob Sie jetzt noch 20 Studien machen und Sie auch noch 10, irgendwie bringt das nichts. Außer Sie zwei würden sich zusammensetzen und eine gemeinsame Studie machen. Wieso machen Sie das nicht? Wieso hocken alle in ihren Schützengräben, warten, bis eine Studie kommt und dann wird sie durchgelesen und klar, den Beweis zu erbringen, ist schwierig, oder? Und dann wird aber gesagt, ja, aber hier hat er gesagt, schau mal, hier. Und dann macht er auch nicht... Wieso kann man sich nicht zusammenraufen in diesem Thema und mal eine gemeinsame Studie machen? Sie beide. Gute Frage. Wir sind sicher offen für solche Vorschläge. Uns hat das noch nie jemand angeboten, mit uns zusammen so eine Studie zu machen. Aber das ist sicher ein bedenkenswerter Vorschlag. Ja, dann kriegen wir doch diese Kuh endlich vom Eis. Ja, also eben, wie gesagt, für mich ist die Kuh schon lange im Trockenen. Ja, also im Sinne. Aber auf der anderen Seite des... Ja, aber mein Punkt ist ja der, ich warte nicht auf den letztendlich wissenschaftlichen Beweis, weil, wie wir genau, da sind wir uns auch einig, gesagt haben, der ist kaum zu bringen, sondern wir finden, es ist gerechtfertigt und da gibt es dieses Precautionary Principle, das Vorsorgeprinzip dafür, dass man eben schon, und das ist insbesondere wichtig, wenn es einerseits um irreversible Vorgänge geht, wie das eben genau bei dieser Frage der Fall ist, dass man eben schon nach dem Vorsorgeprinzip handeln, politisch aktiv wird, wenn gefestigte Hinweise vorliegen. Und ich nehme in Anspruch für mich, behaupten zu können, dass solche gefestigten Hinweise, ich spreche nie von Beweisen, das ist für mich ein viel zu starkes Wort, wäre auch nicht aufrichtig, aber es gibt qualifizierte Hinweise, die für mich ein Agieren oder die für mich ganz klar die Politik auf den Plan rufen muss. Das ist eine gute Idee mit den gemeinsamen Studien, die wird aber das Problem nicht lösen, weil das Problem ist tiefer liegend. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben doch eine wichtige Aufgabe.
die verleihen den Stimmen, die im Allgemeinen ungehört verhallen, Resonanz. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen machen uns aufmerksam auf Missstände. Sie skandalisieren, zu Recht. Und das Einzige, was ich jetzt fordere, ist, dass man sich darauf verlassen können muss, wenn hier Alarm gerufen wird. Und das ist in diesem konkreten Fall nicht wirklich passiert. Ja, hier haben wir ein Organisationsversagen im zivilgesellschaftlichen Sektor. Das ist das, was mich als Wirtschaftsethiker besorgt macht. Ich bin also kein genereller Kritiker von zivilgesellschaftlichen Skandalisierungsversuchen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das brauchen wir, damit unsere Gesellschaft die Lernprozesse, die nötig sind, auf die richtige Bahn setzt. Aber dann muss man den Aussagen vertrauen können. Und mein Rat an die zivilgesellschaftlichen Organisationen ist, ihr müsst darauf achten, dass eure eigene Reputation und Glaubwürdigkeit stimmt. Und das geht nur, Herr Braunschweig, das ist keine Kritik an Sie. Ich sage das in Richtung auf die Deutschen, die sich hier einiges haben zu Schulden kommen lassen. Die arbeiten nicht so eng mit wissenschaftlichen Studien zusammen, wie das hier in der Schweiz bei Ihnen offensichtlich der Fall ist. Da kann man sich möglicherweise auch einiges hier vor Ort von Ihnen abschauen. Ja, also da muss gelernt werden. Wenn wir nicht darauf vertrauen können, dass diese zivilgesellschaftlichen Alarmrufe stimmen, dann wird demnächst irgendwann niemand mehr auf diese Alarmrufe hören. Und zwar auch dann nicht, wenn der Alarm zurechtgegeben wird. Und der wird ja in vielen Fällen zurechtgegeben. Ja. Ich bin natürlich gerührt über Ihre Sorge um den guten Ruf der NGO. Ich kann Sie da sicherlich beruhigen. Wir haben ein Wachstum, da würde fast jedes schweizerische Unternehmen vor Neid erblassen in den letzten Jahren. Wir haben uns zum Teil ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, nicht zuletzt mit unserem Rohstoffthema und der Recherche, die wir gemacht haben. Und unser Ruf scheint jedenfalls, wenn man sowohl die Mitgliederzahlen wie die Einnahmen anschaut, die aus Spenden und Mitgliederbeiträgen kommen, scheint es unserer Organisation ausgezeichnet zu gehen. Ich weiß, dass auch andere Organisationen sehr gut dastehen. Also ich glaube, diese Sorge um den Ruf, ich meine, was haben die NGOs die letzten 20 Jahre gemacht, diese zivilgesellschaftlichen Organisationen? Wenn Ihre These zutreffen würde, dann gäbe es heute praktisch keine NGOs mehr. Weil genau das ist der Ansatz der NGO, dass sie eben Fragen aufgreifen, eben bevor der Mainstream schon darauf ist, auch eben Fragen zuspitzen, gerade wenn es um Kampagnen geht. Aber ich denke, und da sind Sie offensichtlich mit mir einig, dass das eben eine ganz wichtige Funktion ist, dieses Frühwarnsystem dieser NGOs. Und das sehe ich nichts anderes, wenn Sie jetzt das auch in diesem Fall wahrgenommen haben. Ja. Sie ziehen das jetzt ein bisschen ins Lächerliche, was ich gesagt habe, aber ich habe es schon ernst gemeint. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja, das weiß ich. Also ich kenne Ihr Forschungsprogramm, Ihre autonomische Forschung. Genau, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Brent Spar in den 90er Jahren. Da hat Greenpeace eine Skandalisierungskampagne gegen Shell gemacht, weil es da um die Versenkung einer Ölplattform ging. Und das war eine sehr erfolgreiche Kampagne. Hat Greenpeace sehr viel Publicity eingetragen, aber es gab ein Problem mit der Kampagne, die beruhte auf Aussagen, die nachweislich falsch waren. Und obwohl es eine sehr erfolgreiche Kampagne war, wurde das zu einem Problem für Greenpeace. Und Greenpeace hat sich daraufhin genötigt gesehen, sich schriftlich zu entschuldigen, sowohl bei Shell als auch bei der Öffentlichkeit. Und dann haben sie innerorganisatorisch Konsequenzen gezogen. Greenpeace macht heute nicht mehr Gebrauch von irgendwelchen statistischen Aussagen, wenn sie nicht selbst diese Daten erhoben haben oder genau die Quelle benennen. Aber sie übernehmen nicht einfach mehr Aussagen auch von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und da würde ich sagen, Hut ab, da ist genau das passiert, was ich mir wünsche. Da ist aus Fehlern gelernt worden. Ja? Und wir haben genügend Skandale im zivilgesellschaftlichen Sektor. Denken Sie nur an die Spendenskandale bei UNICEF. Davon haben die sich heute immer noch nicht wieder erholt. Deswegen ist diese Art und Weise, wie man mit Glaubwürdigkeitskapital umgeht, nicht nur etwas, was ich als Unternehmensethiker den Unternehmen ans Herz lege, sondern was ich mit der gleichen Ernsthaftigkeit auch den zivilgesellschaftlichen Organisationen ans Herz legen kann. Lassen Sie mich noch etwas sagen. Die Art und Weise, wie diese Kampagne gemacht wird, ist nicht in Ordnung. Es wird gearbeitet erstens mit einer Beweislastumkehr und zweitens mit der Berufung auf das Vorsorgeprinzip. Zur Beweislastumkehr habe ich Ihnen schon erzählt, warum das gar nicht geht. Das ist die Asymmetrie zwischen weißer Schwan, schwarzer Schwan. Ja, wenn ich der Meinung bin, es gibt keine schwarzen Schwäne, kann ich das nie beweisen.
Beweisen kann ich, wenn überhaupt, nur, dass es welche gibt. Das ist einfach asymmetrisch. Wenn man also jetzt die Forderung erhebt, man muss, wenn man ein Finanzprodukt auf den Markt bringen will, vorher erst bewiesen haben, dass es unter keinen Umständen irgendeinen schädlichen Effekt haben kann, dann wird es in Zukunft keine Innovationen mehr geben. So, und jetzt komme ich zum Vorsorgeprinzip. Das Mindeste, was man verlangen muss, ist, dass das Vorsorgeprinzip auf sich selbst angewendet werden kann. Und das ist in diesem Beispiel wunderbar möglich. Die Forderung, dass man Indexfonds verbieten soll, aus Vorsorge, ist doch selbst nach dem Vorsorgeprinzip gar nicht durchzuhalten. Denn in Wirklichkeit handelt es sich hier um eine Maßnahme, die vorgeschlagen wird, von der wir genau wissen, dass sie negative, schädliche, für die Funktionsweise von Agrarmärkten negative, kontraproduktive Wirkungen entfaltet, in der vagen Hoffnung, dass man dadurch irgendeinen positiven Effekt auch erzielen kann, von dem die Wissenschaft sagt, den können wir aber noch gar nicht nachweisen. Das ist eine Art von Medizin, die hier als Therapie verschrieben wird, wo ich nur sagen kann, so etwas lässt man besser im Giftschrank. Und zwar aufgrund des Vorsorgeprinzips. Ja, das ist jetzt natürlich eine Behauptung mit diesem Indexfonds, dass das Schaden anrichtet. Der Beweis, bleiben Sie schuldig? Also bis vor kurzem gab es diese Indexfonds gar nicht. Die gibt es, ich weiß nicht, 10 Jahre, das wissen Sie alle besser als ich. Aber vorher gab es die nicht und die Märkte sind nicht, haben nicht völlig wild und verrückt gespielt. Also ich weiß nicht, was dies... Diese Indexfonds, die haben ein so großes Gewicht, weil sie eben fast die Hälfte, 45% oder so von den ganzen Investitionen ausmachen, dass die eben auch einen entsprechenden großen Effekt dann haben. Ob das auf Volatilität oder Preishöhe ist, spielt da überhaupt keine Rolle, weil die Konsequenzen sind gleich dramatisch für diejenigen, die darunter leiden. Aber ich möchte Ihnen noch ein Gegenbeispiel zum Greenpeace-Brand Beispiel geben. Ich habe es Ihnen schon im Vorfeld erzählt, die Erklärung von Bern ist vor allem auch sehr bekannt geworden oder viele assoziieren das mit der Erklärung von Bern. Als diese Kampagne gefahren wurde, Nestle tötet Babys. Das ist zugegeben ein ziemlich nicht nur eingängiger Spruch, sondern auch ein sehr zugespitzter. Es ging dabei um Marketing, Werbung für Milchprodukte, für Babymilchprodukte. Nestle hat uns vor Gericht gezerrt, also die Verursacher dieses Slogan vor Gericht gezerrt, haben auch gewonnen vor Gericht und dieser Slogan durfte nicht mehr verwendet werden. Aber ich kann Ihnen sagen, seitdem kennt praktisch die ganze Welt die Erklärung von Bern. Das hat uns überhaupt nicht geschadet, im Gegenteil. Heiligt der Zweck die Mittel? Ich glaube nicht, dass für mich auf keinen Fall, da bin ich viel ein zu moralistischer Mensch, damit der Zweck die Mittel heilen könnte. Aber was ich sage ist, was ja auch, und das ist ja eigentlich das Ziel, das wir erreichen wollten und erreicht haben, was dann passiert ist, ist nämlich, dass die gesamte internationale Milchindustrie Richtlinien erlassen hat, wie mit Werbung für Babymilch umgegangen werden soll. Die ist heute noch in Kraft und mehr oder weniger, eben oft weniger, halten sie sich daran. Aber was ich sagen will, ist, wir wollten erreichen, dass dieses Thema in die öffentliche Diskussion kommt, dass politisch Maßnahmen ergriffen werden, dass dieser Milchmarkt, Babymilchmarkt besser kontrolliert wird. Und genau das haben wir erreicht. Und ob man diese Behauptung, ich sage es, es ist an der Grenze, wenn man sagt, Nestle tötet Babys, aber sie hat eben nicht nur funktioniert, sondern sie hat eben auch einen Kern Wahrheit darin gehabt. Lassen Sie mich nochmals zurückgehen zum Thema Spekulation, Indexanleger, Anleger, ob wir das vielleicht ein bisschen noch auseinanderkriegen. Und zwar, also für mich gibt es wie zwei verschiedene Akteure am Markt, das ist der Indexanleger, Kleinanleger, Pensionskasse oder was auch immer, die sucht nicht das Momentum jetzt reinzugehen und in einen 2 Monaten wieder rauszugehen, Gewinne mitzunehmen, sondern die geht passiv rein und bleibt eigentlich drin. Eine klassische Diversifikation. Dann gibt es für mich den Spekulanten, das ist der, der am Markt sitzt, der die Informationen sieht, der auch versucht im Voraus die Signale zu setzen und dann auch natürlich preissteigen wirken kann.
Sehen Sie das auch so, dass man das eigentlich unterscheiden müsste, den Spekulanten im Sinne von, der wirklich aktiv dort ist, der die Opportunität sucht, der auch kurz reingeht, wieder rausgeht, versus dem Anleger, egal ob es jetzt ein Retail-Kunde ist, eine Pensionskasse oder irgendjemand, der sagt, ich möchte einfach einen Teil meines Vermögens passiv zu Diversifikationszwecken in diesen Indizes drin haben. Sehen Sie so eine Unterteilung sinnvoll oder sagen Sie, die ist Ihnen nicht gegeben oder die glauben Sie nicht? Nein, ich denke, das ist durchaus sinnvoll, weil die wirklich andere Ausprägungen haben. Eben der Indexfonds, wir haben es gesagt, das ist ein Anlagevehikel in erster Linie. Das ist bei den Spekulanten eben anders und daher haben die eine besondere Rolle, würde ich sagen, die sie spielen und eben auch besondere Probleme, die damit verknüpft sind, insbesondere wenn es in diesem Ausmaß ist. Wir haben nie gesagt, wir wollen die Spekulanten von den Märkten verbannen, aber wir wollen die Zahl und den Einfluss dieser Spekulanten wollen wir beschränken, weil wir heute sehen, dass das ein dermaß großes Ausmaß angenommen hat, dass eben diese Finanzialisierung dieser Agrarmärkte in rasantem Tempo voranschreitet und die direkte Konsequenz ist natürlich, dass eben die Preisbildung, was ja immer so hervorgehoben wurde, wie wichtig die Spekulanten eben für die Preisfindung sind, dass diese Preisfindung eben von anderen Faktoren abhängt, als diejenigen, die relevant sind im Agrarmarkt. Und das ist genau das Gefährliche und das Problem, dass dann eben Preise überschießen oder unterschießen können. Was für Informationen? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Weizen. Bleiben wir gleich bei Weizen. Was geht dann dort beim Spekulanten ein für die Preis? Bestimmung, also ob der Long oder Short geht zum Beispiel, was geht da ein außer? Nein, ich sage nicht beim Spekulanten, ich sage beim Indexfonds. Was geht dort ein außer die Preise? Ja, eben zum Beispiel alternative Anlagemöglichkeiten. Was sehen Sie das? Also ein Terminmarkt hat klassisch zwei Funktionen. Er hat eine Preisfunktion, das heißt, dass zukünftig zu erwartende Entwicklung schon heute in einem Preis gespiegelt werden, der unser Gegenwartsverhalten steuern kann. Das ist die erste wichtige Funktion von Terminmärkten und die zweite wichtige Funktion ist eine Versicherungsfunktion. Also dass die landwirtschaftlichen Produzenten, die heute aussehen, noch nicht wissen, zu welchem Preis sie ernten können und die Erntemenge verkaufen können, dass die Planungssicherheit bekommen. Das ist eine Versicherung gegen das Preisänderungsrisiko. Ein Indexfonds hat von den beiden klassischen Terminmarktfunktionen nur eine. Das geht in der Literatur oft durcheinander. Ein Indexfonds hat zur Preisbildung auf Terminmärkten überhaupt gar nichts beizutragen. Und zwar deshalb, weil er keine aktive, sondern eine rein passive Investitionsstrategie fährt. Es ist auch nicht richtig zu sagen, Indexfonds setzen auf steigende Preise. Das ist ehrlich gesagt Quatsch. Sondern ein Indexfonds macht sein Geschäftsmodell für steigende Preise genauso wie für sinkende Preise. Das liegt daran, dass Indexfonds eine besondere Finanzinnovation sind. Die wollen eigentlich, das ist eine Finanzinnovation für ein besseres Risikomanagement. Das, was der Indexfonds seinen Kunden verspricht, ist ein ganz bestimmtes Risikoprofil. Und dieses Risikoprofil brauchen die Kunden im Rahmen ihrer Portfoliostrategie. Also, wer sich zum Beispiel gegen Inflationsrisiken absichern möchte, der kann mithilfe von Indexfonds, die in Agrarrohstoffen investiert sind, das relativ gut und verlässlich hinbekommen. Damit der Indexfonds seinen Kunden diesen Service anbieten kann, muss er das Versprechen einhalten, dass die Gewichte der Agrarrohstoffe konstant gehalten werden. Und das ist eben ein ganz besonderes Geschäftsmodell. Da ist man erst in den letzten Jahren drauf gekommen. Und zwar durch Grundlagenforschung. Ja? Also ein bisschen hat die Wissenschaft hier doch auch einen Einfluss gehabt. Man hat einfach einen besonders intelligenten Weg gefunden, wie man mit dem Rebalancieren eines gegebenen Portfolios zur Konstanthaltung der Gewichte Geld verdienen kann. Und das ist der Clou, mit dem die Indexfonds, die Hedgefonds im Wesentlichen aus dem Markt getrieben haben. Wir haben hier einen Substitutionseffekt. Und der hat dazu geführt, dass die Versicherungsprämie in den Märkten gesunken ist. Und das sind alles Dinge, die sehr erwünscht sind. Deswegen sind die Agrarökonomen, die sich damit beschäftigen, so ein bisschen nervös, wenn zivilgesellschaftliche Organisationen sagen, wir sollten mal auf den Verdacht hin, diese wichtige Finanzinnovation, die mittlerweile auch vom Volumen her wichtig ist, wir sollten die einfach aus dem Markt nehmen. Ja? Indexfonds sind dazu da, nicht
die Preisfunktion auf Terminmärkten zu verbessern. Das können sie gar nicht. Das kann man nur, wenn man aktiv spekuliert. Das tun sie nicht. Aber sie verbessern die Versicherungsfunktion. Und das, was sie aus agrarökonomischer Sicht so besonders wertvoll macht, sie versorgen die Märkte mit Liquidität. Und zwar gerade auch in solchen Situationen, wo traditionelle Spekulanten eher geneigt sind, aus dem Markt herauszugehen. Der Indexfonds bleibt stur mit seiner passiven Strategie, bleibt der stur im Markt investiert. Und das ist das, was wir eigentlich ganz gerne sehen wollen. Sie haben jetzt, ich glaube, Einigkeit besteht ja in der Komplexität des Themas. Wir haben jetzt viel über die Finanzinvestitionen, sei es Anleger oder Spekulanten, Spekulation gesprochen. Es gibt aber sicher noch andere Ursachen für Preistreiben. Was sind für Sie, was ist aus Ihrer Sicht, Beweis ist schwierig, Hinweis, muss ich sagen, auf Ihrer Liste, was ist die Hauptursache, dass es kam und sehr wahrscheinlich wieder kommen wird, zu sehr starken Preiserhöhungen, zu auch sehr, vielleicht nur kurzfristigen, aber sehr großen Preisverwerfungen. Was ist für Sie, dass ich sage, das ist für mich der Punkt? Ja, da bekommen Sie keine klare Antwort und ich glaube, niemand kann die geben und oder kann das höchstens behaupten, das ist der Faktor gewesen. Es ist ein ganzer Strauß. Herr Pies spricht von 25, ich habe die nicht gezählt, aber ich kenne mindestens auch ein Dutzend. Und ich würde unterscheiden zwischen langfristigen oder Faktoren, die sich langfristig auswirken und auch angekündigt haben, und kurzfristigen Phänomenen. Und das ist wahrscheinlich, war es irgendwie im Sinne des Perfect Storm, dass die eben zusammengekommen sind, 2, 7, 8, dass nämlich einerseits die steigende Nachfrage da gehört, wie gesagt, diese Agrotreibstoffe ganz entschieden dazu, aber eben auch aus die Schwellenländer, wo große Mittelschichten entstanden sind, mit entsprechend besserer Kaufkraft, mit Substitution in der Ernährung, mehr zu tierischen Proteinen. Das hat die Nachfrage angekurbelt, aber das ist ja nicht ein Phänomen, das plötzlich schwupp aufgetaucht ist. Das ist absehbar, das kann man voraussagen. Eben gerade alle die schlauen Leute an diesen Märkten, die werden das alles vorausgesehen haben. Für das gibt es diese Analysten. Das andere ist auf der Angebotsseite, und dort haben wahrscheinlich mehr die Wetterkapriolen einen Einfluss gehabt. Es gab diesen Koinzidenz, dass eben gleichzeitig zu einer großen Dürre in den USA, Russland, gab es Überschwemmungen in Australien und so weiter. Also das waren verschiedene solche Faktoren, die zu Fehlernten geführt haben, die natürlich das Angebot verknappt haben. Das sind sicher zentrale Faktoren, und das ist auch total unbestritten. Darum, ich hatte es eigentlich notiert, dass wir zuerst definieren, von was sprechen wir. Und ich denke, es ist unbestritten, dass quasi die langfristige Preisgestaltung hauptsächlich über Angebots- und Nachfragefaktoren läuft. Das bestreitet, glaube ich, auch niemand. Aber die kurzfristigen, wenn wir für ein Jahr oder zwei 20 Rappen mehr für ein Kilo Brot bezahlen oder 10 Rappen mehr für einen Kaffee Crème, dann kitzelt uns das wirklich nicht. Aber diese Leute, die eben bis 80% ihres verfügbaren Haushaltseinkommens, und ich kann Ihnen sagen, von denen haben wir noch über 1 Milliarde auf dieser Welt, für diese Leute ist eine 20- oder 50-prozentige Preissteigerung einfach der sichere Tod. Also das ist der Punkt. Und diese kurzfristigen Ausschläge, die müssen ja erklärt werden, weil die eben auch Schaden anrichten können. Also wir sind uns weitgehend einig, was diese Frage anbelangt. Aber ich würde sagen, es gibt doch einen Faktor, der erklären kann, wann es zu diesen extremen Preissteigerungen kommt, die Menschen in der dritten Welt in der Tat in existenzielle Schwierigkeiten bringen. Und zwar ist es die Lagerhaltung, das Niveau der Lagerbestände. Und das selbst ist natürlich wiederum ein Ausfluss von Angebot und Nachfrage. Und deswegen ist die spannende Unterscheidung, glaube ich, die wir treffen müssen, welche dieser Faktoren sind erwünscht und welche sind unerwünscht, welche können wir beeinflussen und welche können wir nicht beeinflussen. Dass in der dritten Welt der Fleischkonsum steigt, weil China und viele andere Entwicklungsländer reicher werden, und das ist doch eine tolle Sache. Da wollen wir doch gar nicht dran rütteln. Also das ist ein struktureller Faktor, der für die nächsten Jahre und Jahrzehnte anhalten wird. Wir haben steigende Nachfrage. Bei der Bioenergie ist es so eine Sache. Wir haben in Deutschland ein sehr ehrgeiziges Ziel von Energiewende.
Und deswegen haben wir auch sehr radikale Maßnahmen getroffen zur Förderung von Bioenergie. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich das in der Schweiz richtig vorstellen können. In Deutschland sind 16% der Agrarfläche mittlerweile nicht mehr für Lebensmittelanbau, sondern für den Anbau nachwachsender Rohstoffe für die energetische Verwendung. 16% der Agrarfläche. Das ist schon ein enormer Punkt. Und wir haben das ausgeweitet ohne Rücksicht auf die weltweite Ernährungslage. Jetzt ist auch hier wieder ein Streit. Einige sagen, wir müssen das wieder komplett zurücknehmen. Auch da wäre ich eher für eine etwas moderate Haltung und würde sagen, wir könnten darüber nachdenken, dass wir das intelligenter machen, dass wir in Zukunft diese Bioenergieförderung besser abstimmen auf die weltweite Ernährungssituation. Jetzt sage ich nochmal, auch dazu machen Wissenschaftler Vorschläge. Ja, liegt schon seit 2008, 2009, liegt das auf dem Tisch. Und was mich als Wirtschaftsethiker mit motiviert, an diesem Thema zu bleiben und mich dann auch gelegentlich mit Freunden der Zivilgesellschaft zu streiten, ist der folgende Befund. Wir führen seit Jahren aus meiner Sicht eine Phantomdiskussion um die Finanzspekulation und die Öffentlichkeit hat nur eine begrenzte Aufmerksamkeit. Und das heißt, wir haben bei dem Thema Bioenergie seit Jahren die Vorschläge auf dem Tisch und nichts ist passiert, obwohl wir mit einem Federstrich einige intelligente Maßnahmen ergreifen könnten, die sofort die Welternährungssituation verbessern würden. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Im Augenblick fördern wir, insbesondere in den USA, da ist es noch schlimmer als bei uns, wir fördern mit Quoten. Quoten sind nicht preissensibel. Das heißt, wenn eine gesetzliche Beimischungsquote definiert wird, dann wird die erfüllt in rechtsstaatlichen Strukturen wie in Deutschland, egal wie hoch der Weltmarktpreis ist. Was man jetzt machen könnte, ist, man könnte die Quote flexibilisieren. Das Stichwort in der Literatur heißt Flexibilisierung der Mandate. Das würde bedeuten, dass wir die Erfüllung der Quote an einen Weltmarktpreisindex für Agrarrohstoffe binden. Und wenn es wieder eine Notsituation gibt, wie sie von vielen Experten für die nächsten Jahre unmittelbar bevorstehend wieder prognostiziert wird, dann setzen wir die Quote einfach aus. Gut, jetzt sagen mir die Agrarökonomen, und die Landwirte und insbesondere die Industrie, die jetzt in diese Anlagen zur Gewinnung von Gas beispielsweise investiert hat, das ist jetzt für uns nicht so gut, weil das macht ja auf einmal jetzt die Erfüllung der Quote, also unseren Mengenabsatz, macht das hochvolatil. Und da sage ich dann als Wirtschaftsethiker, ja, das ist richtig, aber ihr müsst euch überlegen, irgendeiner muss das Risiko der Volatilität ja tragen. Und im Augenblick tragen wir es, wir verlagern es auf die Schultern von Menschen in Entwicklungsländern. Und da bin ich der Meinung, das ist moralisch nicht in Ordnung. Wir sollten dieses Risiko auf die Schultern von Leuten übernehmen, die damit gut umgehen können. Und marktwirtschaftliche Unternehmen sind dafür da, mit solchen Instrumenten umgehen zu können. Wir können professionelles Risikomanagement machen. Also wir können das Problem zu relativ geringen Kosten in den Griff bekommen, was im Augenblick auf den Schultern von armen Menschen in Entwicklungsländern lastet. Das ist etwas, wo wir unbedingt von heute auf morgen etwas tun könnten, aber nichts tun, weil die öffentliche Aufmerksamkeit dauernd auf Nebenkriegsschauplätze gelenkt wird, wo man nicht mal einen Blumentopf gewinnen kann, wenn es darum geht, für die Hungernden auf dieser Welt eine echte Verbesserung hinzubekommen. Das ist das, was mich sozusagen moralisch an dieser Geschichte so aufregt. Sagen Sie, sehen Sie es auch so, dass wir uns eigentlich um das Falsche streiten? Nein, ich denke definitiv nicht. Das kommt eben, das entspringt natürlich unseren unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich der Rolle der Spekulanten, der Finanzspekulanten, ob wir da auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg sind. Ich sehe vor allem relativ geringe Kosten, um eben solche Maßnahmen im Regulierungsbereich durchzusetzen. Und ich sehe vor allem den Schaden nicht. Und den, Herr Pies, haben Sie gesagt. Diesen Beweis haben Sie nicht gebracht, dass diese Indexfonds etwas Gutes bewirken. Ja, brauchen wir sie? Warum brauchten wir sie nicht 10 Jahre zuvor? Ich meine, was ist der positive Effekt und wer wiegt dieser positive Effekt potenziell negative Effekte, die potenziell sind, aber wenn sie eintreffen, dann sind sie fatal. Wiegt das ihr? Das ist für mich eine hochgradig ethische Frage, die ich Ihnen stellen würde als Ethiker. Kurze Antwort darauf. Brauchen wir Handys? Wir haben doch vorher auch mit Festnetztelefonie leben können. Das ist eine Frage, die Sie bei jeder Innovation stellen können. Die ist nicht lebensnotwendig, sonst hätte die Menschheit ja den gegenwärtigen Punkt nicht erreicht.
Aber trotzdem, Innovationen setzen sich ja durch, weil sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen, weil sie einen Vorteil haben gegenüber dem, was man vorher hat. Und meine Interpretation ist ganz einfach. Natürlich haben wir auch vorher schon funktionierende Terminmärkte gehabt. Aber mit Indexfonds funktionieren die Terminmärkte eben noch wesentlich besser. Das ist der Grund, warum Indexfonds sich in diesem Markt etablieren konnten und Hedgefonds tendenziell aus dem Markt durch Konkurrenz vertrieben haben. Mit der Folge, dass die Risikoprämien, die wir empirisch feststellen können, gesunken sind. Das ist doch eine wunderbare Sache. Das ist für die Welternährungssituation gut. Indexfonds verbilligen die Versicherungsfunktion und ermöglichen, dass Märkte auch in Zeiten, wo ansonsten Liquiditätsmangel auf Terminmärkten herrscht, verlässliche Liquidität da ist. Das sind Dinge, die sind gut. Ja, diese Argumentation enttäuscht mich jetzt etwas. Ich hätte etwas mehr erwartet. Also das erste Mal dieser Vergleich mit dem Handy, der hängt ja beinahe zweibeinig. Das trifft einfach nicht zu. Also abgesehen davon, nicht jede Innovation ist gut. Die Erfindung der Atombombe, tolle Innovation. Nein, also das ist nicht jede Innovation, das muss doch kritisch hinterfragt werden. Vor allem müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen gesetzt werden, damit diese Innovationen sich für das gesellschaftliche Gesamtwohl auf das gesellschaftliche Gesamtwohl auswirken und nicht auf einige privilegierte Gruppen. Ja, lassen Sie mich vielleicht die Frage ein bisschen umdrehen. Hat ein Anleger keine Rechte im Agrarrohstoffbereich? Und wer definiert und bestimmt das? Ich meine, was heißt Rechte? Auf welcher Ebene? Moralische Rechte? Juristische Rechte? Dass man investieren kann. Weil Sie sagen, was ist der Nutzen? Dann sage ich, wenn es Leute gibt, die das kaufen, dann, wenn ich davon ausgebe, dass sie wissen, was sie tun. Ja, solange das keinen Schaden hat, seinen Schaden anrichtet, ist mir das auch egal, wenn das Leute gibt, die das kaufen wollen und die sollen das auch kaufen. Aber eben, das ist ja diese Abwägung, die ich mache. Wenn da ein Gefahrenpotenzial besteht und dieses besteht in meiner Auffassung, dann ist eben große Vorsicht geboten und dann gibt es eben dieses Abwägen und diese positiven Effekte. Nochmals, Sie schreiben das, und das ist wirklich nicht ganz sauber, Herr Pies, Sie schreiben das auch in Ihrer Studie, dass diese positive Effekte haben. Diese Studien, die Sie analysiert haben, sind dieser Frage überhaupt nicht nachgegangen, oder? Sind wir uns einig? Die sind dieser Frage nicht nachgegangen. Deswegen sage ich ja, wir machen eigene Forschung zu dem Thema, die in dem Literaturüberblick gar nicht drin ist. Ich habe also mehr Argumente als nur die Auswertung der Literatur. Um auf Ihre Frage zu antworten, es sind drei Fragen, die wir uns vorgelegt haben oder die ich mir als Wirtschaftsethiker vorlege, wenn ich mich frage, ist das mit den Indexfonds in Ordnung? Die erste Frage ist, was ist der Nutzen eigentlich für die Indexfonds und für die Kunden der Indexfonds? Das habe ich eben versucht zu erläutern, das ist verbessertes Risikomanagement. Zweite Frage, was ist der Vorteil für die Marktpartner auf den Terminmärkten der Versicherungsfonds, also für die landwirtschaftlichen Produzenten? Das habe ich Ihnen gesagt, das ist preiswertere Versicherung gegen Preisrisiken. Das sind zwei Effekte, die sind volkswirtschaftlich erwünscht. Dann ist drittens natürlich zu fragen, absolut, ist dieser bilaterale Tausch, der für beide Tauschpartner, die das auf freiwilliger Basis machen, vorteilhaft ist, ist der zu Lasten Dritter? Und da sind wir unterschiedlicher Meinung. Aber die Befunde, die wir dazu haben, sprechen aus meiner Sicht ganz eindeutig dafür, dass wir uns da keine großen Sorgen zu machen haben. Und deswegen ist der Schluss von, es gäbe da möglicherweise Effekte hinzu, wir müssen das verbieten, das ist ein sehr großer Sprung und den würde ich nicht mitmachen wollen. Und zwar, wenn Sie mir das noch erlauben, nochmal ausdrücklich zu sagen, durch Anwendung des Vorsorgeprinzips nicht mitmachen würde. Also nochmal, ich zitiere, ich habe es mir rausgeschrieben, Herr Pies, Sie schreiben hier, sowie der Einsicht der weit überwiegenden Mehrheit empirischen Forschungsbeiträge, ich nehme an, da beziehen Sie sich auf diejenigen, die Sie untersucht haben, dass die Finanzspekulation dazu beigetragen hat, Agrarmärkte nicht schlechter, sondern besser funktionieren zu lassen. Und dieses besser funktionieren zu lassen, das haben Sie nicht nachgewiesen, oder, in dieser Studie. Das zeigen auch diese Studien nicht, können Sie gar nicht, weil Sie das gar nicht untersucht haben. Das sind Aussagen, die aus diesen Studien zitiert werden. Die Leute, die diese Studien machen und sagen, wir finden keine negativen Effekte, sagen, die Indexfonds sorgen dafür, dass die Terminmärkte besser funktionieren, weil sie mit Liquidität versorgen. Die Studien, alle diese Studien sagen das. Das müssen Sie mir aber zeigen, Herr Pies. Nein, nein, so einfach geht das nicht. Verlassen wir jetzt wieder die Studiendiskussion. Ja, genau. Das muss ich hier wieder Sie auffordern, gemeinsam Papier zu schreiben.
Das letzte Thema, das ich mit Ihnen diskutieren möchte, ist, es gibt Hinweise, keine Beweise, es gibt Vorsichtsmaßnahmen, Precautionary, die sagen, nein, der Weg ist zu weit, das sollte man nicht tun. Es ist klar, auch die letzten Entwicklungen jetzt in der Schweiz, die Regulation des Rohstoffhandels. Brauchen wir mehr Regulation des Rohstoffhandels? Und wie stehen Sie zum Beispiel zur Selbstregulation? Natürlich brauchen wir mehr Regulation. Wieso natürlich? Weil der Rohstoffmarkt so weitgehend unreguliert ist, das sage nicht ich, das sagt ein KMPG-Analyst oder hat das gesagt an der Financial Times Konferenz über Rohstoffe. Also von dem her denke ich, es braucht mehr Regulierungen, der Bundesrat scheut noch etwas, hat aber das Parlament zumindest ihm doch etwas Beine gemacht und jetzt sind ja erste Schritte unterwegs in diese Richtung. Ich denke, ich bin überzeugt, es braucht mehr Regulierung, aber was es vor allem und zuerst braucht, ist mehr Transparenz. Was bedeutet das genau? Das haben Sie jetzt heute schon zwei, dreimal verwendet. Wann ist der Rohstoffhandel jetzt oder der Markt für Sie transparent? Was heißt das? Wenn Sie jetzt quasi einen Zauberstab hätten und Sie dürften jetzt Transparenz machen, was würden Sie durchziehen? Also zum Beispiel will ich sehen, wie diese Firmen aufgestellt sind, wer dieser letzte quasi Nutznießer der Firma ist. Wir haben bei diesen Rohstoff... Ja, das erkläre ich gerade. Also Banken oder Rohstofffirmen? Nein, Rohstoff, ich spreche jetzt von den Rohstofffirmen, oder? Jetzt sind wir bei den Rohstofffirmen, oder? Ich spreche von den Rohstofffirmen. Ich glaube, die vier größten Agrarhändler haben etwa 700 Tochterfirmen. Ich habe selber etwas näher den Louis Dreyfus angeschaut, einer dieses bekannten ABCD-Clubs. Der hat nicht nur etwa 70 Tochterfirmen, sondern noch zusätzliche 50 in Steueroasen in Delaware allein. Also das meine ich mit transparent. Hier will also ich wissen, organisatorische Transparenz ist ganz klar, müsste unbedingt ein erster Schritt sein, um überhaupt zu wissen, wer eben die letztendlichen Beneficiaries sind von diesen Unternehmen. Ich bin jetzt mit den Verhältnissen in der Schweiz nicht so ganz vertraut, aber ich kann Ihnen was über die Europäische Union sagen. Da gibt es ebenfalls Regulierungsbestrebungen. Und zwar im Wesentlichen zwei. Die eine betrifft den außerbörslichen Handel. Da hat es bereits eine EU-Richtlinie zugegeben. Die hat den schönen Namen EMIR. Und da wird festgelegt, dass wir demnächst den OTC-Handel mit einer Meldepflicht versehen. Es wird also ein Melderegister geben. Jede Transaktion im OTC-Bereich wird statistisch erfasst. Und es wird demnächst auch eine Clearingstelle geben. Das muss also über eine Clearingstelle dann abgewickelt werden. Das ist der außerbörsliche Handel. Die zweite Richtlinie ist die MiFID-Richtlinie. Die reguliert den börslichen Handel. Und da geht es jetzt konkret um die Frage, macht man Positionslimits, ja oder nein? Und Positionslimits werden ja gefordert, bis hin zum Verbot, also Positionslimits sozusagen auf Null zu setzen für einige Akteure. Und da bin ich der Meinung, dass die Geschichte mit den Positionslimits mit Vorsicht zu genießen ist. Das ist so ähnlich wie mit dem Mindestlohn. Solange Sie den Mindestlohn oder einen Mindestpreis so setzen, dass das unter dem Gleichgewichtspreis ist, machen Sie da keinen großen Fehler. Aber entscheidend ist, was passiert, wenn Sie diesen Mindeststandard, diesen administrierten Preis falsch festsetzen. Wenn wir also mit Positionslimits zu scharf herangehen, dann führen wir zusätzliche künstliche Wettbewerbsbeschränkungen auf dem Terminmarkt ein. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht tun sollten. Darüber geht der Streit im Wesentlichen. Ich glaube aber auch, erstens, dass Transparenz im Sinne von statistischer Erfassung, bessere Datenlage, das ist erwünscht. Da sind wir also gar nicht unterschiedlicher Meinung, sondern einheitlicher Meinung. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass Terminmärkte, weil es da doch um letztendlich sehr virtuelle Produkte geht, dass das Vertrauensmärkte sind, die eine institutionelle Rahmenordnung bedürfen, damit das Vertrauen auch wirklich gewährleistet ist. Also die müssen besonders geschützt werden. Und es gibt zum Beispiel die Forderung, dass man Positionslimits
nicht nur einführen sollte, um spekulative Blasen, um denen vorzubeugen, sondern auch um Insiderhandel zu begrenzen. Insiderhandel ist etwas, was gemacht werden kann, wenn traditionelle Rohstoffhändler gleich mehrere Dinge gleichzeitig unter einem Dach machen. Und da sind wir ebenfalls mit eigenen Forschungsarbeiten auf dem Markt und sagen, nein, dafür sind Positionslimits das falsche Instrument. Wenn man Insiderhandel, wenn man dem vorbeugen will, dann soll man andere Instrumente nehmen. Warum nicht Whistleblowing-System einführen? Warum nicht Kronzeugenregelungen einführen? Die USA machen damit ganz gute Erfahrungen. In der Europäischen Union ist es so, dass wir in diesen Bereichen oft, obwohl das gar nicht dem öffentlichen Bewusstsein entspricht, Regulierungsdefizite gegenüber den USA haben. Ja, und wir von deren Erfahrungen, bei denen gibt es ja Terminmärkte schon seit einiger Zeit länger als bei uns, können wir lernen, wie macht man eine vernünftige Rahmenordnung für Terminmärkte. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Wir haben in Deutschland auch schon lange Terminmärkte, insbesondere für Weizen. Wir haben aber, seit es Terminmärkte gibt, immer auch mal explosive Preisentwicklungen. Und wir haben immer, wenn so etwas stattfindet, den Verdacht, dass da irgendjemand Böses im Hintergrund gewesen ist, der das angerichtet hat. In Deutschland haben wir im Jahr 1897 daraufhin den Terminhandel für Weizen verboten. Berliner Börse wurde geschlossen. Auf Betreiben der Agrarverbände. Die Bauern wollten das nicht mehr. Die wollten nicht mehr Opfer dieser Spekulanten sein. Die Erfahrungen damit waren so desaströs, weil die Volatilität der Preise dann erst richtig hochging, dass 3 Jahre später, im Jahr 1900, der Weizenhandel, also Terminhandel für Weizen, wieder eingeführt worden ist. Und zwar auf Betreiben der Bauern. Denn die haben gemerkt, dass sie nicht Opfer der Spekulanten sind, sondern Opfer mangelnder Terminmarktausgleich von Preisspitzen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen hier sorgsam aufpassen. Das sind Finanzinnovationen. Da weiß man vorher nie genau, wie wirken die. Deswegen brauchen wir eine empirische Begleitforschung. Das muss regelmäßig geschaut werden, ob auf den Terminmärkten irgendwelche Entwicklungen sind, die auf Manipulation, auf Insiderhandel und so weiter schließen lassen. Wenn es solche Befunde gibt, brauchen wir Aufsichtsbehörden, die auch die Befugnis haben, dem nachzugehen, auch investigativ nachzugehen. Das sind kriminelle Machenschaften. Dann Manipulation ist nicht dasselbe wie versehentlich eine Preisblase auslösen. Und mein Petitum ist nur, da müssen wir dafür sorgen, dass Vertrauen im Markt ist, dass solche missbräuchlichen Praktiken nicht gemacht werden können. Dafür gibt es Instrumente, geeignete Instrumente. Positionslimits gehören aus meiner Sicht nicht dazu. Meine Damen und Herren, bevor ich abschließe, wir haben so, wir haben den Fokus, danke, so jetzt auf die Gegenwart. Ich habe mir erlaubt, eine Folie zu machen. Gerstenpreis in Babylon. Ich habe gedacht, diskutieren wir, sind wir die Ersten, die diskutieren, und sehr wahrscheinlich sind wir nicht die Ersten. Was Sie hier sehen, das Interessante ist, in Shekel, da habe ich gedacht, das ist doch die Währung von Israel, aber irgendwie, wer hat diese Preise erfasst? Das ist in diesem Artikel hier wunderbar beschrieben. Das waren Astronomen, die haben so als Hobby dann plötzlich noch Marktpreise erfasst. Der wichtigen Produkte wie Gerste, Honig, war ja der Ersatz für Zucker, ist heute nicht mehr in, Datteln und Silber. Was man heute noch nicht gefunden hat in diesen Steintafeln, zu welchem Zeitpunkt babylonische Banken ein- und ausgestiegen sind aus diesem Geschäft. Aber was ich sicher weiß, es gab keine Terminmärkte zu diesem Zeitpunkt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Merci. Ja, gleichfalls. Peace.